Wir sind heute in der Adlerwarte Berlebeck und zwar haben wir etwas Besonderes vor. Wir möchten Highspeed-Aufnahmen von Adlern machen. Und dazu haben wir uns eine spezielle Highspeed-Kamera geliehen. Mit der können wir bis zu 400 Bilder pro Sekunde machen. Und wie so ein Weißkopfseeadler in Slow Motion aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wie man sieht, hat so ein Weißkopfseeadler riesen Flügel. Er kann eine Spannweite von bis zu 2,50 Meter erreichen. Und das braucht er auch, denn mit diesen riesen Flügeln kann er energiesparend fliegen und so eben lange nach Beute Ausschau halten, bis er dann tatsächlich mal zuschlägt. Wenn so ein Adler zugreift, kann er enorme Kräfte aufbauen und die sind vergleichbar mit der Durchschlagskraft einer Gewehrkugel. Der Weißkopfseeadler frisst normalerweise Fische oder andere kleine Tiere, aber er hat auch eine ganz besondere Jagdtaktik. Und zwar terrorisiert er den Gänsegeier so lange, bis er seine Beute wieder auswirkt und das lässt er sich dann schmecken. In Afrika nimmt der Geier eine ganz besondere Rolle ein. Und zwar frisst er die alten und verfaulenden Kadaver und verhindert so, dass sich unter den anderen Tieren Krankheiten ausbreiten. Man kann sagen, dass der Geier sozusagen Gesundheitspolizei ist. Wenn ihr weitere Videos über Adler sehen wollt, wir haben hier zwei Stück. Einmal, wie wir genau diesen Adler aufgezogen haben, vom Schlüpfen bis zum ersten Flug. Und ein zweites Video, wie er mit einer Rückenkamera fliegt.